Hey und herzlich willkommen zu Divinity Original Sin Enhanced Edition mit der Hey! 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 Guck mal, wir haben schon zwei Ausrufezeichen, wir wollen dringend reden. Ja, die sind gerade. Ja. Wir wollen dringend reden, die sind gerade angegangen, als wir uns einloggten und verbanden ja, und verwuschelten. Weil wir jetzt. Du hast mir meinen Cliffhanger in der letzten Folge genommen mit der Nein, ich habe dir einen Cliffhanger verpasst. Ich habe ihn dir nicht genommen. Dann quatsch ich dich mal an, ja? Ja, gerne. Na, Süße, wie wär's mit den zwei? Du redest zuerst. Ein ziemlich wichtiges Dokument, das da einem Fremden anvertraut wurde. Mit einem Federkiel und etwas Tinte könnte man es mühelos etwas verändern. Was? Was? Was denn für ein Dokument? Ich weiß auch nicht. Hä? Ach, ich habe so ein Testament gerade geöffnet in meinem Inventar gehabt. Aber ich habe es nicht gelesen und ich weiß nicht, wo ich es her habe. Na dann. Ich könnte jetzt antworten. Siehst du, was ich antworten könnte? Ja. Also ich denke... Wir machen eins. Nee, wir sind auf Geld angewiesen. Ah, echt? Aha. Okay. Ja, aber du streitest jetzt wieder mit mir. Nein. Das ist ganz wörtlich eine goldene Gelegenheit. Wir brauchen nur den Federkiel und die Tinte und schon sind wir im Geschäft. Okay. Herzlos. Ja, sorry, aber wir werden hier so am langen Arm verdursten gelassen. Wir müssen aber nochmal miteinander reden. Der letzte Wille eines Legionärs. Wenn wir wollten, könnten wir den Text zu unseren Gunsten abändern. Mhm. Den Text müsstest du mal, bitte liest das Ding doch mal. Aber warum wollen wir denn wieder miteinander reden? Ja, liest doch bitte mal dieses... Ich habe Lossius Testament. Hast du gelesen? Was steht denn drin? Geliebte Marissa, wenn ihr dies lest, bin ich nicht mehr da. Aber verzweifelt nicht, meine Liebste, denn ich werde euch im Jenseits mit offenen Armen erwarten. Gebt auf euch Acht, hoho, Nickmäulchen, und vergesst nicht, dass es für mich nichts wertvoller als euer Glück gibt. Also nehmt meine verriegelte Kiste und macht ausgiebig von ihrem Inhalt Gebrauch. Das Gold darin sollte euch eine ganze Zeit lang versorgen. Für immer euer Blossius. Eine Frage. Leckt deine Sprachausgabe? Leckt Teamspeak? Das war oder, so geschrieben. Oder stottert der ernsthaft beim Schreiben? Ja, er stottert beim Schreiben. Nobody stottert beim Writing. Nobody. Okay, wir müssen... Es ist English Set. Wir müssen dann nachher gucken, dass wir da zu dem kommen, da in die Wohnung oder so, ne? Ja. Ja, herzlos, sehr gut. Jetzt hau ich mir aber hier die Esmeralda, schnapp ich mir jetzt. Ja, warte mal, wir müssen noch miteinander reden. Ja. Ich brauche einen Augenblick, um darüber nachzudenken. Das Herz sollte bei kalten und rationalen Entscheidungen außen vor bleiben. Has no true place in cold, hard decision making, I say. Nenn das Herzlosigkeit. Ich nenne es Umsicht, ein bewundernswerter Charakterzug, den ich an euch in der Tat bewundere. Okay, das war's schon. Okay. So, ich muss aber mal ganz kurz, ich bin sofort wieder da. Einen Moment bitte. Was ist denn jetzt? Hallo? Ja, ich bin sofort wieder da. Was ist denn los? Ich bin sofort wieder da. Was hat sie denn? Was hast du denn? Die Allergie hatte mir zu schaffen gemacht. Dann sag das doch einfach. Ja. Alter. Ja, okay. Ich bin sofort wieder da. Dann da musst du mir sagen, was Sache ist. Ich habe ein Recht darauf, es zu erfahren. So, ich quatsch jetzt Esmeralda an. Ja, ich stehe schon hier irgendwo. Wo ist die denn? Ich wollte mich hinter ihr platzieren, damit sie flüchten kann. So. Sprechen wir über den Mord an eurem Mann. Hört, wenn ihr mich wegen etwas anklagt, solltet ihr besser Beweise finden, um eure lächerlichen Behauptungen zu stützen. Wie wäre es, wenn ihr mir erklärt, woher das Blut auf diesem Messer stand? Vielleicht solltet ihr lieber mir erklären, was ihr in meinem Keller zu suchen habt. Und der Dolch, das ist ein Schlachtermesser, das mein verstorbener Mann zum Fleischschneiden benutzt hat. Er liebte es zu kochen, der Gute.
Ich habe euer detailliertes Handbuch für den perfekten Mord gefunden. Ach, dieser grauenvolle Schinken, der für so viel Aufsehen sorgt. Der gehörte Jake, nicht mir. Er war Politiker, versteht ihr nicht? Immer am Komplott schmieden. Immer einen Schritt voraus sein müssen. Also wirklich, ich hätte gedacht, dass ein Quellenjäger den Überlebenssinn meines geliebten Gatten zu schätzen wüsste. So. Das war nicht ganz so überführt, wie du dir das vorgestellt hast, ne? Nee. Nee, die ist halt nicht auf den Mund gefallen. Ich bin dann mal weg, da müssen wir jetzt mal gucken. Das Tagebuch wurde aber aktualisiert. So, Esmeralda erklärte, dass das Buch, das wir gefunden haben, Jake gehört hatte. Er wollte etwaigen Attentätern stets einen Schritt voraus sein. Wir wissen weiterhin nicht, ob es sich bei besagtem Attentäter um einen unbekannten Quellenmagier oder seine liebe Ewefrau handelt. Ja, ein blutiges Messer ist natürlich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, dadurch, dass er ja durch diesen komischen Anschlag da mit Quellenmagie gestorben ist, ist ja irgendwie nicht unbedingt die perfekte Mordwaffe. Ja, zum Thema Esmeralda und zu Unrecht beschuldigen. Dann sollten wir jetzt vielleicht gucken, dass wir in Blossius' Haus kommen, oder? Wo ist Blossius? Wer ist Blossius? Was macht Blossius? Warum Blossius? Philippons Haus. Ich bin auf der Map gerade unterwegs. Haus des Kochs. Reginalds Haus. Verlassenes Bürgermeister. Haus. Tyllions Klinik. Bestatter. Verlassenes Haus. Bestatterhaus. Das ist gar kein Haus. Die Marissa sagt mir aber irgendwas. Da hinten ist noch diese verlassene Kirchengeschichte. Kellerluke. Es muss ja eins der anderen Häuser da sein. Am Brunnen ist noch eins ohne Markung. Wo? Ach, das da. Ja, nein, neben, das ganze Haus der Königsgrabe. Nein, ich meine neben Reginalds Haus. Wo ist denn Reginalds Haus? Oder vielleicht gibt es auch ein Zimmer von dem Legionär, ich weiß es nicht. Ach so, du meinst in der Legionär? Im Hauptquartier der Legion, meine ich. Da gibt's aber, nee, da gibt's Ahuhois, Arios Arbeitszimmer, aber dann gibt's Ahus. Aber der Ahus ist auch wieder für ein Quest markiert. Echt? Bei mir nicht. Der ist weiß bei mir. Bei mir nicht. Esmeralda hat bei mir einen Questmark aktuell. Tyllions des Kassas Bestatter. Vielleicht hat er ein Zimmer im Gasthaus. Das kann sein. Dann müssen wir nochmal dahin. Und hinherum raus müssten wir eigentlich auch nochmal, da wo wir ja noch lang müssten eigentlich, ne? Aber irgendwie, was mir bei dieser Stadt tatsächlich fehlt, sind so irgendwie die Häuser der Normalen. So ein paar, weißt du? Die ist echt süß, aber irgendwie hat man mit jedem Haus zu tun. Ja. Wo wollen wir jetzt zuerst hin? Ich habe gerade keine Ahnung. In die Legionsdingsbums. Ich gehe mal das Gasthaus abchecken. Du gehst die Legion abchecken. Ja? Ja. Okay. Und dann treffen wir uns wieder. Ich gehe mal oben die gucken, ob ich da irgendwelche Erkenntnisse gewinnen kann. Okay. Und ich kann vielleicht nochmal mit Ahus sprechen, oder? Der hatte ja auch was Ahu. Zum Tod gesagt. Ahu. Der das ist Ahus ja, Zimmer, das heißt er. Ja, der hatte ja auch was gesagt dazu, der Esmeralda und so. Vielleicht hat er schon was damit zu tun. Hier oben läuft ein Bürger rum. Weißt du, wie ich meine? Entschuldige bitte, ich war gerade konzentriert. Ich sagte, der Ahu hat ja auch irgendwas damit zu tun mit denen. Der Ahu, ja. Mhm. Ja. Ich geh mal gucken zu ihm. Mach das. Ich guck mal kurz hier mich um. Hier läuft so. Bürger rum. Quellenjäger, willkommen, willkommen. So. Ich weiß nicht, ob sich da was getan hat. Lasst uns über Quellenjägergeschäfte reden. Gewiss. Lass uns über Jakes Ermordung sprechen. So, ich hoffe, eure Nachforschungen führen zum Ziel. So, das ist aber... Wir sind, glaube ich, immer noch nicht weitergekommen. So. Wer sind die Verdächtigen? So, sie machen alle... Nee, das hatten wir schon mal. Also, der bringt uns erstmal nicht weiter.
aktuell. Bringt dich nicht weiter. Ich gehe dann nochmal zum Legionär. Ich habe auch immer noch kaputte Sachen. Muss ich leider sagen. So, was ist denn nun schon wieder? Lasst uns über Jakes Ermordung sprechen. Was Jakes Frau Esmeralda betrifft. Lasst uns über dieses Messer sprechen. Ich kann mit Aureus sprechen. Ja. Ihr habt also ein blutverschmiertes Messer in Esmeraldas Keller gefunden. Dann könnt ihr wohl den ersten Punkt auf eurer Liste mit klischeehaften Hinweisen abhaken. Das reicht aber nicht, um sie zu verhaften, oder? Was dieses Buch betrifft, wie plant man den perfekten Mord wirklich? Sie könnte auch ein Kleid mit der Aufschrift "Ich habe Jake ermordet und fand es toll" tragen. Auch das würde nicht ausreichen, um mich zu überzeugen. Also überzeugt mich, ihr Jäger, und sucht weiter. So, dann mit der Leiche hat sich nichts getan. Wir stehen überall Eimer mit Erbrochenen rum. Sehr, sehr unschön. Weiß nicht, was hinter dieser Tür ist. Vielleicht habe ich hier irgendwie... Ich weiß halt nicht, wie ich hier den Schlüssel benutzen kann. Ich gehe vielleicht doch nochmal in Esmeraldas Haus. Vielleicht habe ich noch nicht alles da im Keller abgesucht. Ach, kombinieren von Gegenständen kann man hier machen. Aber wie kann ich einen Schlüssel benutzen? Gar nicht. Verstehe ich nicht. Also ein klein bisschen weitergekommen sind wir ja schon. Ja, ich denke gerade auch noch. Und Dietriche, wie kann ich die benutzen? Die kann ich benutzen. Aber... Ich gehe jetzt diesem Zimmer hier auf den Grund. So. Oh, ich krieg's nicht auf. Na gut. Meine Zimmerknackstufe. Genau. So, ich habe jetzt gerade so ein bisschen im Gasthaus ein bisschen geräubert. Ja. Einfach aus der Not des Quellenjägers, weil wir nicht mit ausreichend Barmittel für unsere Mission ausgestattet wurden. Was sehr bedauerlich ist, aber was soll man machen? Ja. Wo bist du? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin bei der Esmeralda, ob wir nicht irgendwas hier übersehen haben. Das weiß ich nicht. Ich habe so das Gefühl, als hätten wir was übersehen. Ja, ich bin kurz mal bei der Händlerin. So, jetzt ist mal Wolfgraf. Der hat doch hier gerade... Oh, der macht mehr als den er hat. Also ist der Bogen. Die kann der eigentlich benutzen mittlerweile? Oh, das ist 80 wert. Hier, oder soll ich dann lieber irgendwie zum... Sollte ich da lieber... So, Esmeralda, was macht ihr hier raus hier? Ich denke, ich werde bleiben. Ach, wirklich nur, dann werde ich euch notfalls an den Haaren herausschleifen. Hey, hört auf damit, ich habe einen Kampf in der Bude. Was? Was hast du? Ich habe einen Kampf. Du hast einen Kampf? Im Haus. Ja. Ich komme. Also dann kämpfen wir aber gegen Esmeralda. Soll ich nicht lieber sagen, ich bin dann mal weg? Wie, du hast einen Kampf? Du hast schon einen Kampf. Wie kannst du dann noch sagen, ich bin dann mal weg? Ja. Hä? Wie anscheinend geht das, da ist die Dialogfunktion aufgegangen. Ja, dann sag ich, bin da mal weg. Was war denn das für ein Kampf? Was hast du nur angestellt? Ich hab die falsche Tür geöffnet. Ich kann aber flüchten. Ich bin da. Aber ich kann doch jetzt die Esmeralda nicht töten. Nein, darum geht's nicht. Dann bitte beende diesen Kampf, ohne zu kämpfen. Wo bist du jetzt hin? Geflohen bin ich. Ach so. Warte mal, du hast schon den Kampf begonnen gehabt. Und dann... Ach so. Weil hier rennen jetzt Soldaten raus. Naja, sind etwas inkompetent, aber theoretisch... ich lade dann mal. Moment, du hast nichts abgespeichert. Das stimmt. Aber ich bin hier jetzt auch im Kampf verwickelt, mitten im Laden. Ach so. Ich lade dann mal. Ja. Entschuldigung, aber da musst du noch mal... das mit Esmeralda durchstehen. Zumindest weiß ich, dass ich... gut, ich habe jetzt Sachen geklaut, die ich gerne nochmal klauen würde.
Ach, hier bin ich wieder. Du hattest aber gespeichert anscheinend. Ja, scheinbar hatte ich gespeichert. Ach, richtig, hatte gespeichert. Ja, sehr gut. Dann bitte vermeide jetzt diese Kampfhandlungssachen. Also hier im Haus ist nichts mehr, womit die mir helfen kann. Was die hier viele leere Flaschen haben in der Kneipe, ist unfassbar. Keine vollen, nur leere. Ja. So, jetzt gehe ich das Bild nochmal verkaufen. Irgendwas ist auch noch in dem Haus des Bürgermeisters. Mhm. Es gibt ja beim Händler, bei dem einen gibt es hier sauteure Schatzkarten zu kaufen. Beim Jerome. Dem Maler mit dem Huhn. Also. Die Mistgabel ist ja nur eine Waffe. Ja. Ich rede mal nochmal mit dieser Victoria. Die 15er und die 15er. Achso, da habe ich die im Grunde ausgerüstet. Dann verkaufe ich jetzt die kaputten. Hm? Das ist auch eine Lösung in dem Fall. Aber die Schuhe sind besser. Die würde ich immer noch gerne reparieren. Ich weiß immer noch nicht, wie ich den Schlüssel zu Cecils Gemächern da. Den brauchen wir immer noch. 28? Ich dachte, ich hätte 80 Gold bekommen für das Bild. Was ist denn da schiefgegangen? Ach, das hat er links gekriegt. Wen brauchen wir immer noch? Oh, kannst du bitte nochmal laden? Wieso? Warte mal kurz. Oh, ich bin noch beim Händler gerade. Warte mal kurz. Ich soll 250 Gold Strafe zahlen. Nee, ich lade. Was hast du denn jetzt wieder angestellt gehabt? Hm? Ich habe aus Versehen was geklickt, was ich gar nicht klicken wollte. Eieieiei. Ich gehe dann wieder zum Händler und verkaufe mein Zeug nochmal. Ja. Es tut mir leid. Naja, kein Problem. Ich weiß schon langsam nicht mehr, wo ich bin. Ich speichere am besten jetzt alle 3 Meter. Aber das ist auch gefährlich. Dann hast du gerade den Schaden angerichtet, während ich F5 drücke. Also lasse ich das Speichern ganz sein. Na, ich speichere nochmal, wenn ich aus dem Kneipe raus bin. So. Ich lasse es jetzt auch. Und gehe erstmal auch dahin. Das ist jetzt anders. Aber irgendwas ist noch mit dem Bürgermeister. Vielleicht sollte ich nochmal mit dem reden. So, jetzt kann das alles der Kumpel machen. Komm mit, Digga. Nochmal dem verkaufen, das kriege ich also jetzt auch mehr. Bilder kriegen eben richtig viel Geld. Was denn? Bilder. 83 bei mir gerade. Nee, bei mir 289 und dann 268. Hast du ein besonders wertvolles Bild, wie mir scheint. Ach, du bist schon wieder da drüben bei der. Ja. So. Wo sind die da? Das waren die kaputten, die werden verkauft. Ich geh mal nochmal. Sind die gealtert, die hebe ich nochmal auf. Die Stoffreste kriegt die auch. Die kriegt den Dolch. Dom. So, jetzt habe ich ein bisschen Geld. Das steht fest, dass es ein bisschen Geld ist. Jetzt bin ich jetzt ein bisschen ganz arm. Vielleicht kriege ich jetzt was repariert.
Ich habe jetzt gerade den Schlüssel gefunden für dieses komische Hinterzimmer hier von Tylerion, aber da ist jetzt gerade die Eva Maria reingelaufen. Du müsstest gleich vielleicht Moment. Mal zu mir reinkommen. Ja, ich habe gerade mal meine Stiefel repariert. Ja. Die ziehe ich jetzt auch wieder an. Ich muss jetzt nur warten, bis sie wieder weg ist. Wieder rausgegangen ist. So geht's. Der ganze Schlüsselgeruch ist mir ein Rätsel. So, jetzt soll ich mal reingehen oder soll ich auf dich warten? Ich habe gerade eine Verlangsamung erhalten, weil ich einen ganzen Schweinebraten gegessen habe. Also eigentlich okay. Habe ich einen kompletten Spanferkel gegessen. Machen wir uns nichts vor. Du bist jetzt hier in Tellurions Haus, ne? Ja, und ich habe den Schlüssel für sein Hinterzimmer hier gefunden. Ja. Und jetzt darf aber kein anderer dann zugucken. Ja, wo ist denn die Drulla? So, schnell da rein. Ich mache mal die Tür zu, die kommt das nämlich schon. Das hat nämlich jetzt was aktualisiert. Die kommt. Was euren Haltstein betrifft. Aha. Erzählt mir von euch. Tellurion ist schon seit geraumer Zeit mein Meister, aber als ich die Aufgabe erhielt, eine Rolle der Götter zu übernehmen, da habe ich zum ersten Mal meine Tauglichkeit für diese Arbeit in Frage gestellt. Ich habe eine Leidenschaft für diese Arbeit, wisst ihr, eine Leidenschaft, alles in Ordnung bringen zu wollen. Von der Heilung einer sehr einfachen Fleischwunde bis hin zum Schutz einer ganzen Stadt, die von einer tödlichen Krankheit befallen ist. Welches Recht hat so etwas Triviales wie eine Wunde oder so etwas Sinnloses wie eine Epidemie, einem Menschen sein Leben zu nehmen? Hier ist aber so auch dann komm da mal wieder raus, bitte. Dann ich habe da so ein komisches Buch gefunden, da muss ich dann vielleicht mal gleich drin lesen. Mach die Tür wieder hinter dir zu. Weil es hatte sich auf jeden Fall was aktualisiert, ne? Das weiß ich nicht. Ich hänge noch in der Gesprächsoption fest, nur hoffe, dass irgendwas bewirkt. Hast du die Tür zugemacht? Die Frau des Ratsmitglieds hat sich... So. Ich gehe dann mal gleich wieder. Wo bist du denn? Ich stehe gerade beim Tellurion. Warum? Was hast du gemacht? Der hat dir gerade 10 Sympathie abgezogen. Das war's dann du. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe ihn angesprochen, um hier Schriftrolle Wiederbelebung zu kaufen. Dann hat die es doch mitgekriegt. Hatten wir vorher gespeichert? Nö, ne? Warte jetzt mal kurz. Ich muss mal kurz hier mit dem Buch gucken. Ja, dann guckst... Nee, das ist ein Spoiler. So. Das hilft ja auch nichts. Reginalds Tagebuch. So, welch ein Glückstag. Auf einem Ausflug zu den Stränden der Schwarzen Bucht habe ich einen unglaublich wertvollen Fund gemacht. Einen sprechenden Kopf. Katharina behauptet, dass er das Ergebnis von Quellenmagie ist, aber wie könnte ein derart albernes etwas auf dunkle Magie zurückzuführen sein? Ja. Er besteht darauf, dass sein Name Nico ist, aber ich glaube, ich werde ihn Stefano nennen. Das ist ein Name, der dem Flair eines Schaustellers gerecht wird. Wie es der Zufall will, kennt diese Kuriosität bereits die eine oder andere Geschichte und diese Stimme meiner Aufführung auf dem Jahrmarkt wird von allen die einträglichste sein. Ich platze vor Freude, wenn ich an Cedrics dummen Gesichtsausdruck denke. Kriegt der vielleicht den Kopf? Wer? Der hier? Der Tellurion? Nee, der nicht. Also ich lade das wieder, ne? So, ich habe noch ein anderes Buch. Warum? Weil du... Ja, ist ja auch egal. Ich weiß nicht, ob ich das war. Ja, ich habe doch nichts gemacht. Ich habe ihn gerade angesprochen, um mir eine Lebensrolle abzukaufen. Und dann sagst du mir, während ich im Dialogfenster stehe, es wären 10 abgezogen worden, dann, weil du erwischt worden bist von ihr. Dann wären doch da jetzt jemand gekommen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was dieses Spiel hier macht. Aber was hat es denn jetzt da eben aktualisiert? Ich steige hier teilweise nicht so durch, was das Spiel macht. Ich auch nicht. Ich habe noch eine Wiederbelebungsrolle gekauft. Hast du gespeichert? Ja, noch nicht. Dann speichere doch jetzt. Weil ich nicht weiß, ob ich laden soll. Nee, warum lass es doch jetzt bitte so? Ich mache einen Spielstand. So. Jetzt gespeichert. Ich habe keine Ahnung, was du angestellt hast, oder ich? Guck gerade, ich versuch's gerade nachzuprüfen. Oh, ich habe irgendwie noch eine Reihe Inventarplatz dazu bekommen. Du auch?
Hm. Ist ja unübersichtlich. Wer ist denn der Reginald? Pack ich da unten die Reihe Bücher. Nix kannst du lernen, das ist ein Quatsch. Kann ihn ja lernen. Das hier war die Geschichte. Nee, das. Ach, was ist nicht? Ach, die da. Sieh meine an. Ich habe nur noch 3 Käse, aber dafür 7 Schinken. Dann sollte ich die Schinken auch. Da ist was zum Ausgraben hinterm Haus. Wo? Hinter dem Tellurions Haus. Ernsthaft? Ja. Wie kommt man da hin? Durch die Tür. Den Hinterausgang. Ist das so? Aber das machen wir. Oh, hier geht die Tür zu. Ach, da hinten. Ja, dann warte mal, bevor du das tust. Ja, ja. Denn es ist Zeit für Tschüss. Tschüss. Wie, du kommst nicht mal her, sich zu verabschieden? Komm. Kommen Sie her aus Ihrem Nebel. Guten Tag. Hier drüben bin ich. Ach so. Was machst du mit... Ich hab den Falschen angequatscht. Warum quatsche mich an? Wir verabschieden uns. Ja. Ja, ja. Ach, da. Okay. Dann danke fürs Dabeisein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Divinity Original Sin. Unsere Hoffnung, dass wir die Esmeralda überführen würden, hat sich ja jetzt leider... nicht erfüllt, aber ja, werden wir sehen, wie das weitergeht. Genau. Vielleicht kriegen wir den Mörder ja doch irgendwann noch. Und ich glaube, wenn wir den wirklich ernsthaft ins Auge fassen, kriegen wir wahrscheinlich erstmal ziemlich auf den Sack. Mhm. Ja. Ja. Ich sag danke fürs Dabeisein und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.